Hallo alle zusammen, hier ist der Schuhwärmer und der wird einfach in die Steckdose gesteckt. Mit diesem kleinen Bedienelement hier kann ich das Ganze anschalten. Entweder soll es 3 Stunden laufen, 6 Stunden oder 9 Stunden. Das kann ich hier einstellen. Danach geht das Ganze automatisch aus. Es dauert so circa 2-3 Minuten, bis das Ganze warm wird und durch diese ganzen Löcher etc. vorne und hinten verteilt sich die Wärme dann auch gleichmäßig hier über diesem Heizelement. Was das Heizelement nicht macht, ist Lüften. Das heißt, eine aktive Belüftung des Schuhs findet hier nicht statt. Wir haben wirklich nur eine wärmende Wirkung hier beim Schuh. Und das wird dann am Schluss einfach hier so reingelegt, möglichst eben tief rein, dass vorne das Ganze erwärmt und damit auch ein bisschen getrocknet wird. Funktioniert recht gut. Zumindest wenn die Schuhe nicht komplett nass sind und wenn es hier draußen relativ trocken ist. Und man sieht auch, das Ganze ist jetzt nicht übermäßig groß. Das heißt, das passt durchaus auch in Kinderschuhe. Also das ist jetzt eine 45 ist das. Und das reicht aus, um hier vorne das komplett zu wärmen. Und passt dann aber auch dementsprechend in kleinere Schuhe rein.